Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost in Play und der Heist ist gerade im vollen Gange. Wir haben uns, ich glaube hoffentlich, einen Weg aus dem Kerker herausgesucht, gerätselt, gewurschtelt, wie auch immer. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Eventuell können wir uns ja hier an unserer Wache vorbeischleichen. So, warte. Können wir da durch? Nicht so laut! Ist das Huhn! Das Huhn! Immer. Nein! Das Ei! Immer muss man schreien! Ja, schlaf mal schön weiter. So. Oh nein. Och. Nein, was sind denn das alles für Ideen, alter Schwede? Heilige! Oh Gott, oh Gott. Okay, gut. Wir sind eine tapfere Kriegerin. Wir müssen... Ja, Bart Punzel müssen wir anscheinend aus dem Turm retten. Wir können rübergehen. Wir können aber auch erstmal graben. Ja, warte mal. Wir erzählen mal unsere eigene Geschichte. Nee, ich hau noch nicht ab. Ich will hier erstmal graben. Mal gucken, was wir hier finden. Ah, okay. Da können wir also eine Blume einpflanzen. Bart Punzel, reiche mir dein gar vorzüglich gewachsenes, imposantes Barthaar herunter. Nein, das Barthaar, nicht deine schwitzige Hand, dein Barthaar. Ja, es ist ja okay. Der ist mega sexy, aber anscheinend ist er ein bisschen schwerhörig, ein bisschen schwer von Kapisch, ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja hier jetzt gebrochenes Ei. Möchte sie jetzt gebrochenes Ei oder sitzt sie auf dem Ei? Ich bin mir unsicher. So, hier oben ist die Blume. Schmeiß mir die Blume runter, aber nicht auf den Kopf. Dankeschön. So, dann gehen wir doch jetzt mal hier rüber. Dann pflanzen wir jetzt mal das Tülpchen hier ein. Genau. Nee, das meine ich nicht. Ich hab die Pflanze noch hier. So, jetzt. Okay, sehr schön. Die muss man aber noch ein bisschen festtreten, ja? Ah, so komm hier nochmal. Ja, nicht wieder ausgraben. Mach sie doch mal fest. Ach, egal. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Ich hab keinen blassen Schimmer, was wir damit machen wollen. Wir brauchen hier noch ein Ei. Vielleicht müssen wir auch noch mal gießen. Das kann natürlich auch sein. Da hinten ist ein Brunnen. Da ist aber keine Kurbel. Und wir brauchen noch eine Gießkanne. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Tschatschalang. Wir haben 50 Zeit. Oh, der Bart. Oh, guck ihn dir an. Hallo. Hallöle, die Brücke ist eingestürzt. Da unten ist noch ein Ziegel und das Ei ist da. Okay, können wir hier? Genau, die Kugel fehlt. Der Baum ist noch nicht groß genug, dass wir den fällen könnten, um da eine neue Behelfsbrücke draus zu machen. Bart Punzel, verzage nicht, ich werde einen Weg finden. Und wenn wir so lange brauchen, bis der Turm von alleine zusammenbröselt. So. Heißt also, ne, darunter würde ich ja trinken. Oder würde ich auch gar nicht rauskommen? Ich probiere es trotzdem mal. Ja, genau. Wird so nicht funktionieren. Tja, Chalung.
Cha-Cha-Lung, mein Süßer. Cha-Cha-Lung auch für dich. So, kann ich nochmal wechseln? Nee, kann ich nicht. So. Ihr braucht immer noch das Eis, aber immer noch da drunter. Da können wir nicht hin, hier können wir nicht hin. Also nochmal wieder einmal zurück. Da unten haben wir jetzt nur... Wo kommt denn das Ei her? Super strange. Okay, kann man hier... Nee, die Brücke ist da. Können wir nicht hier runter? Jolina. Können wir den Topf nochmal anheben? Nö, können wir nicht. Können wir hier noch irgendwas... Hier fehlt die Kurbel auch. Wir können aber nochmal... Nicht schlecht, nicht schlecht. So, kann ich... Doch, die Kurbel kann ich aufheben. Ist ja schön. So, jetzt ist sie da unten. Wir können aber nicht weiter. Heiß also. Da hat er... Bartpunzel ist nur ein Schnurrbartpunzel. Was ist denn? Och, Mensch. So, kann ich hier... Hier kann ich auch rüber. Die Möwe ist noch nicht da. Die Arme werden immer noch nicht lang genug sein. Bald, mein Liebster. So, einmal kurz wieder zurück. Wenn ich jetzt wechsle, stehe ich immer noch hier. So, die Pflanze muss ich leider wieder ausgraben. Sehr schön. Die kralle ich mir gleich mal. Vielen Dank. Ich gehe mal eins rüber. Ich habe die Pflanze nicht mehr. Ich dachte, ich würde die Pflanze mitnehmen. Warte. Es funktioniert. Ausgezeichnet. So, jetzt kann ich sie hochkurbeln. So, jetzt kann ich mir die Pflanze krallen. Und jetzt können wir sie hier eingraben. Ich hoffe dann... Ist der Baum auch groß genug später? So, wie zum Henker. Warte mal, können wir hier jetzt nochmal? Nö. Wir brauchen noch irgendwas. Wir brauchen noch irgendwas um den Stein, beziehungsweise auch um das Ei nachher da rauszukriegen. Hier alles. Hier könnten wir jetzt nochmal rüber. Ich gucke mich nochmal ganz kurz auf der anderen Seite um. So, hier ist... Nee, hier ist ja nichts mehr. Aha! Sehr schön! Sehr cool! Jetzt könnten wir doch eventuell hier runter. Sehr schön. Jetzt hole ich mir das Ei und dann hole ich mir... Ach, der Stein ist auch nur eine Leiter. So, da kommen wir aber nicht rüber. Heißt also, ich müsste jetzt nochmal das Ei nehmen. Dann... Aber es ist schon angebrochen. Heißt also, ich krieg's da gar nicht rein. Wenn ich jetzt in den Brunnen fallen lassen würde, dann ging's doch kaputt, oder nicht? Kann ich... Es hat funktioniert. Okay, so. Schnell nochmal wieder zurück. Ciao, Lena. Nein, ich bin gleich wieder da. So, jetzt holen wir uns das Ei. Sehr schön, ist mega geil gemacht. Dass hier unten die Seiten rausgerissen sind und das ist so eine... Ja, ein Portal. Ein Portal zwischen den Zeiten. Ist mega gut. So, einmal hier rüber. Jetzt könnten wir doch dem Möwe bestimmt das Ei hier geben. So, hier, komm, setz dich drauf. Ich bin mir unsicher, ob das Möwenei ist oder nicht doch eher Strauß oder so. Ein Emu, keine Ahnung. Vielleicht hat die Möwe ja quasi eine sehr romantische, innige und natürlich auch sehr abenteuerlustige Begegnung in Paris gehabt. Wahrscheinlich. So, wenn ich jetzt einmal vorgehe.
Ich, das sieht nicht aus wie ein Vogel. Ich, keine Ahnung. So, ich muss aber nochmal wieder zurückgehen. Ich brauche das Ei wieder. Da ist die Zeit leider. Ich krieg das Ei nicht mehr, oder? Ich krieg das Ei wirklich nicht mehr. Scheibenkleister, ich hätt's. Ach nee, im Bild davor ist ja der Vogel gar nicht da. Das ist immer ein bisschen. Okay. Heißt jetzt also. Tja, Chalung! Kriegen wir das. Eine Schildkröte! Die Schildkröte braucht das Wasser. Okay. Ein Schildkrötenei. Wo kommt das denn her? So, einmal hier rüber. Ciao, Lena! Ja. So, dann müssen wir hier wieder ausgraben. So, einmal da wieder rein. Dann gehen wir wieder rüber. Und dann müsste ja das Wasser voll sein. Komm her, du kleine Schildkröte. Jetzt fahren wir mal rüber. So. Schildkröte, wir müssen jetzt eine kleine Zeitreise machen. So, rinn mit dir in den Eimer. Und jetzt hole ich dich wieder raus. Schildkröte ist nicht unbedingt größer geworden. Also, muss ich sie nochmal wieder rein? Nee, aber das ist ja. Nee, warte. Wenn die Schildkröte. Nee, die Schildkröte überlebt ja. In dem Zeiteneimer, ja, überlebt ja quasi hier alles. Heißt also, ich setze sie jetzt hier rein. Ja, schwimmen wir da fröhlich drin rum? Hallo, meine Kleine! Ja, meine Schöne! Und jetzt... Bartpunzel! Halt dich irgendwo fest! Ich komme hoch! Ja, der Turm bricht gleich zusammen. Lauft, ihr Narren! Hast du die Krone? Das hier vorne ist auch wichtig, ja? Es ist super wichtig. Wir. Genau. Wir besorgen die Krone irgendwann später. So, ab in den Kargen. Lauf zu! Wo sind unsere Kuppis? Die können wir doch nicht. Wir können anscheinend doch. Oh. Oh Gott, wir haben nur noch 2 Tage. Was? Das Tor. Ich glaube, wir haben nur noch 10 Minuten. Und jetzt wieder meine Frage. Wir haben nur eine Krone. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wie kommen wir denn beide dadurch? Wie kommen wir beide dadurch mit nur einer Krone? Und wer soll gehen? Fette Riesenfrage. Wenn ich sie mir jetzt aufsetze, bin ich durch. Aber was ist mit unserer Schwester? Und wenn ich ihr die Krone gebe, was ist denn mit uns?
Können wir, weiß ich nicht, können wir uns nicht irgendwas bauen? Dem setzen wir denn die Krone auf und wir sitzen da drinnen und dann rollen wir einfach durchs Tor durch? Ist das vielleicht eine Lösung? Bin mir sicher. Wir gucken erstmal. Oder kann man es jetzt mit der Krone freischalten? Und wir kommen alle durch. Immer sind die Arme zu kurz. Warum sind denn immer die Arme zu kurz? Wer? Hallo? Ist jetzt nicht unbedingt das Portal des Südens hier, aber... Wo kommt das Geräusch her? Wenn wir jetzt hier einfach durchgehen, passiert ja nichts, wa? Genau. Hallo, Fröschchen. Hallo, mein Freund. Kann ich dich mitnehmen? Kannst du... Ja, wenn er das macht, Es ist ein x-beliebiger, uns komplett fremder Frosch. Ich glaube, wenn wir ihm die Krone aufsetzen, dann werden wir das Problem haben, dass er weghüpft. Und wir haben... Ja, nicht mehr allzu viel Zeit. Ich glaube, wir haben einfach nicht mehr allzu viel Zeit. Warum sollte er? Ach komm. Das ist zu einfach. Jetzt. Wir müssen ihn fangen. Okay. So. Jetzt ist die große Frage. Wir können einen laufen und Fröschchen kann springen? Wir probieren mal aus. Zwei. Fröschchen kann zwei. Also müssen wir ihn wieder einsperren. Ich kann aber nicht diagonal. Ich geh mal hoch. Jetzt springt er wieder runter. Wie kann ich ihn wechseln? Mit A, mit Y, mit... Warte mal, wir machen mal... Ach, so kann man. So, ich gehe mal hier hin. Jetzt springt er wieder nach oben. Wenn ich jetzt hier hingehe... Genau. Er kommt mir aber nicht näher, oder? Kann das sein? Heißt also, wenn ich jetzt nach oben gehe... Genau. Und wenn ich jetzt hier hingehe... Aha, jetzt habe ich ihn, mein kleiner grüner Freund. Hallo! Nein, doch. Und jetzt schmeiß ihn da hoch. Oh ja. Ach, zu Hause. So lange, so viele Abenteuer. Nein! dieser Goblin! Schnell! Schnell, schnell, schnell! Das komplette Tor! Ich hoffe, wir bleiben Menschen. Naja, so steckt halt mehr Mensch in uns. Doppelt so viel Mensch pro Person. Toll. Oh, Scheibenkleister. Das hat das Raumzeitkontinuum komplett zerworfen, dass die Krone aus dem Portal genommen worden ist. Können wir durch die Gegend? Wir können durch die Gegend schwoben. Erstmal hier das Buch. Erstmal das Buch. So. Oh. Die komplette Reise? Aha. Okay. Sind Hinweise auf die Rätsel? Beziehungsweise ist es einfach nur eine nette kleine Reminiszenz, was wir denn alle so erlebt haben? Unter dem Stein war ein riesiger Hundefisch. Das ist geil. Es ist so gut gemacht.
So, andere Richtung? Nö, andere Richtung war nix. Okay, aber cool. Wirklich cool gemacht. So, hier unten war noch eine Flasche. Die würde ich mir mal... Da ist noch irgendwas drinne. Ja! Da ist er wieder. So, hier ist eine Münze. Die kennen wir ja noch. Sehr schön. Eine Münze, unseren Freund. Hier ist eine Tür. Wo geht's da hin? Kriegen wir Tee? Nein! Alter, was? Wie gut! Wir brauchen die Gießkanne. Das ist das. Ah, da sind sie wieder, die beiden. Warum? Was ist das denn hier? Es ist so gut gemacht. Oh Gott. So. Hier ist die Uhr. Die brauch. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheibenkleister. Okay, dann muss ich mir nochmal das Bild dazu anschauen. Wen haben wir? Warum? Oh, das wird aufwendig. Hallo! Guten Tag. Wir brauchen die Kanne! Er will 3 Tassen! Okay, wir müssen 3 Tassen besorgen. Guten Tag. Und er will die Krone wieder haben. So, hier, Backpfeifen. Dicke, fette Backpfeifen. Oder Haarstritte. Ich glaube, der hat eigentlich so richtig verdient, dass wir ihn hier noch ordentlich grüßen. So, wir brauchen super viel Kram und Zeug. So, mit der Flasche können wir nichts mehr machen. Hier ist das Telefon. Da ist aber, aber wir haben noch. Ich möchte bezweifeln, dass wir irgendwen bekommen, aber vielleicht kriegen wir noch mal wieder eine geile Pizza. Das ist doch wohl nicht, wo kommt der denn? Die erste Tasse. Sehr schön, die erste Tasse. So, können wir hier? Ah, wir sind wirklich... Oha. Wir sind wirklich in der Bizarro-Welt hier. Es ist mega geil. Aha. Wir brauchen Tassen. Wir brauchen Tassen. Was mache ich mit ihm? Ich probiere mal aus. Nö, funktioniert nicht. Können wir mit den anderen auch noch irgendwas machen? Außer uns anpupsen lassen? Anscheinend nicht. So, hier... auch wieder eine Karte, um nach Hause zu kommen. Hier ist der Fisch. Der Hundefisch. Was ist denn? Oh, wir brauchen die Anleitung. Oh, wir brauchen das Buch. Okay, gut, warte. Das Buch. Hier ist das Buch. Der Hundefisch. Wo ist er? Der war doch ganz hin. Wir haben... Ach. Dafür haben wir ihn wieder. Sehr schön. Cool. Wir brauchen... 3. Das Rad ist die 3. So, warte mal. Das ist wirklich cool gemacht. So, das Lenkrad ist die 3. Ich merke mir das schon mal wieder. So, Lenkrad ist die 3. Also, wir gehen dann mal eins weiter. Hier ist nichts mehr. Der Magnet. Die Karte. Die Karte wäre dann quasi die 1, oder? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Aber wo war... Das Rätsel müssen wir anscheinend noch finden. So, hier ist Arschkrampian. Die Tasche ist die 2. So, Tasche ist 2 und da ist der Fisch. 1, 2, 3. Ach, und er hat eine Tasse für uns. Sehr cool. So, einfach 1, 2, 3. Sehr schön. Das kriegen wir doch wohl. Das kriegen wir doch wohl gebacken. Hoch, 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 hoch. So, warte mal. Das war ja wohl die Karte.
Haben wir hier eine Karte? Sind ja alles immer nur Figuren. Wer war jetzt auf der Figur drauf? War er auf der Figur drauf? Mistikack. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. So, ich gehe mal nochmal eins weiter. Das wäre dann... Die Figuren. Ich muss mich an die Figuren erinnern. Die Tasche war die Oma. Das war die Oma. Das Lenkrad war... Das Lenkrad. Ach du grüne Neune. Das Lenkrad war... War doch er. Und die Karte? Wir haben Karten gespielt. Da. Und da ist wieder der Einsiedler. Herman, warum? Er schreit sich auch überall rum. Der ist anscheinend nicht mehr lebensfähig außerhalb eines riesigen Monsters. So, wir haben die Tasse. Hier oben. Hallo. Guten Tag. Sie die Monika Lese. Okay. Wir suchen die. Was ist? Guten Tag. Sie die Monika Lese. Da schließt mich jetzt noch nicht so richtig, was da los sein sollte. Sie haben ordentlich Mühe, irgendwie sie oben zu halten. Aber wo zum Henker kriegen wir jetzt noch die dritte Tasse her? So, wir machen mal hier noch die dicke Runde. Ich guck mal nochmal hier. So, wie sieht's aus? Wie können wir hier... Welche Hinweise kriegen wir hier? Die sind ja hier ein bisschen verworrener. Wir sind ja hier quasi nicht mehr in der Realität, sondern wir sind ja hier in einer anderen Dimension. Hier laufen die Rätselgesetze ein bisschen anders. So. Der Streifenarm der Katze hält quasi die Katze. Mehr oder minder wäre dann jetzt ja Katze. Katze wäre ja dann gleichzusetzen mit Streifen, oder? Mit Streifen? Und dann eventuell auch mit Rosa? Der Hund. Hund wäre... Ist ein bisschen, also das Bild gibt so wenig her irgendwie. Ich weiß auch nicht, worauf ich jetzt direkt achten muss. Deshalb merken wir uns jetzt einfach mal alles. Hund wäre ja jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen das grüne Eis. Vielleicht ja grün. Und im Hintergrund sehen wir aber keinen grünen Zeiger. Aber vielleicht bei der Uhr an sich. So, ich glaube, mit den Infos gehen wir erstmal rüber. Vielleicht wären wir dann mit der Uhr hier ein kleines bisschen schlauer. Okay. Grüne Augen wäre ja unsere Schwester, nicht wahr? Aber wo ist unsere Schwester? Ich sehe sie nicht. Doch, da. Kann ich durchwechseln? Grüne Augen wäre unsere Schwester. So, die Zunge geht zum grünen Eis. Ja, diese Tatze geht zur Katze und das wäre ja der Hund, nicht wahr? Ist es das? Anscheinend nicht. Also wäre ja, warte mal, nochmal zurück. Nee, die Tatze ist nicht Katze, sondern... Wir quasi, nicht wahr? Und die Hundepfote wäre dann unsere Schwester? Große Fragie. So, nochmal kurz zurück. Da müssen wir nochmal ein bisschen rätseln. Heißt also, nee, ich glaube, das ist schon richtig. Das müsste eigentlich schon richtig sein. Die Zunge geht zum grünen Eis. Die Tatze wäre ja wir, mehr oder minder. So. Die Hundepfote... Hm.
Hundepfote. Dann geht die Hundepfote, also... Nee, ist aber auch Quark. Das gelbe Auge. Das gelbe Auge ist doch aber von unserer Schwester. Genau, gelbes Auge ist unsere Schwester. Das grüne Eis. Nee, das grüne Eis. Ich bin so doof, ich hab's auf rote Eis gemacht, wa? Aber die Hundepfote? Also grüne Eis, das grüne Eis. So. Ja, ist ein grünes Eis. Meine Güte, habe ich schon richtig gehabt. Die Hundepfote. Die Hundepfote zum Hund, aber nicht zu unserer Schwester. Also bei den beiden bin ich mir halbwegs sicher. Hier, bei dem Auge ist unsere Schwester. Und die Pfote geht er zu uns. Aber sind wir das auch oder ist es nicht er? Ist es nicht er? Nee. Ist jetzt die Frage, ist es das Hunde-Ich oder ist es das Katzen-Ich? So nach dem Motto, wenn wir jetzt hier uns auswählen. Bei unserer Schwester haben wir ja auch zwei verschiedene Haarfarben. Ich sehe uns allerdings nur einmal. Heißt also... Wer ist jetzt Katzen-Ich und wer ist jetzt Menschen-Ich? Also der Katzenarm hält uns. Da bin ich schon mal sehr sicher. Halbwegs sicher. So. Unsere Schwester kriegt die grünen Augen. Und der Hund. Der Hund steht hinter uns. Da bin ich mir halt überhaupt nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Ist es wieder so ein schönes Nüsschen hier heute? Gerade wieder zum Abschluss der Folge. Wobei ich mich jetzt ein bisschen grusel abzuschließen, weil nach dem Rätsel sind wir eventuell zu Hause und dann reicht es nicht mehr für eine neue Folge. Also wird es jetzt mal eine XXL-Folge und ich hoffe, ich halte mich ran. So, heiß also. Also Katze hält ja Katze. Mit dem Arm. Aber sind wir das dann oder ist es der Katzenarm? So, unsere Schwester sind die grünen Augen. Und eigentlich ja die Katze. Kriegt das, dass ich irgendwie, Das grüne Eis. Also das, ja, das Auge und die Zunge. Die Zunge und das Auge. Das würde ich sagen, ist halbwegs richtig. So. Wo ich hier überhaupt nicht sicher bin, wäre das. Aber es könnte natürlich auch Katze sein. Und hier könnte es natürlich auch so sein. Aber ist es nicht. So, und wir haben zweimal Eis. Warum haben wir denn noch... Also wir haben unser rosa Eis und das grüne Eis. Und dann haben wir noch ein hellgraues und ein dunkelgraues. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Katze ist eigentlich hier. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ist es denn, kann es denn so auch sein? Aber es ist doch auch Quark. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu brute-forcen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also scheint es ja noch nicht ganz richtig zu sein. Beziehungsweise das. Aber es muss doch das sein, oder? Ich bin mir unsicher. Er will drei Tassen. Ja. Da wird wahrscheinlich die letzte Tasse drin sein. Ich gehe nochmal. Ach so, nee. Ich wollte doch einfach nur aufs Bild gucken. Also, die Katzenhand, unser Katzenzeiger, hält ja auch das Katzen-Ich quasi. Aber dass wir sind, also es ist ein bisschen schwierig auf der Uhr irgendwie das zu unterscheiden.
ganz besonders unsicher bin ich mir beim Hund. So, die Zunge geht zum grünen Eis. Das ist klar. Der Katzenarm müsste quasi zu uns gehen, also zu unserem Bild. Da gibt es nämlich nur eins. So. Was ist mit dem Hund und was ist mit... Ach, meine Güte, was mit dem Hund? Beim Hund bin ich mir halt super unsicher. Wo zum Geier geht der hin? So, nochmal hier zurück. Katzenarm. Das Auge ist definitiv, ist richtig. Ich würde sagen, es ist richtig. Das Auge ist richtig. Das Auge guckt aber auch. Das Auge guckt hier auf das Eis. Ach, es ist so. Entweder gehört es zu uns quasi, das Auge, oder... So. Die Zunge geht definitiv zum grünen Eis. Da könnte ja natürlich auch die Pfote hier hingehen. Halleluja! So! Mega geil! Jetzt haben wir die drei Tassen. Oh ja, jetzt haben wir die drei Tassen. Jetzt kriegen wir die Kanne. Und jetzt können wir das Spiel überhaupt erst lostreten. Jetzt füllt er die Kanne auf. Für die Teeparty. Ihr erinnert euch noch? So, auf zur Tür. Wir müssen die Zeitschleife quasi, müssen wir starten. Ach, ja, ja, wir haben es doch schon in der Tasche. So. Bitteschön. Lasst euch munden. Schönes, fröhliches Fliegen. Und raus hier. Oh mein Gott. Da ist die Krone. So, können wir uns hier noch weiter umgucken? Mann, haben die hier geschmaust. Alter Schwede. Hier sieht es ja aus wie, keine Ahnung, eine Festivität mit 50 Leuten. So, einmal wieder zurück. Und jetzt können wir... Wir wollen raus. Ich gebe dem Goblin nicht die Krone. Definitiv nicht. Das kann er sich mal richtig schön abschminken. Oh, ist es der Trank? Kommen wir damit nach Hause? Ist es so? Grüzitlik! Grüzitlik! Es schmeckt nach... Es schmeckt nach... Realität! Bosai unala. Karantak. Bosai. Karoitsekun. Da sind die beiden wieder. Aroya lesen. Schleunak. Diese... Da ist der kleine Arschkrampe. Die Kleine, ich hab dich im Auge. Nein! Wo ist der Hund, wenn man ihn mal braucht? Oder die Katze? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Nein! Was zum Teufel? Oder die Ninja-Frösche? Irgendwer! Das ist ein Huhn! Ach, es war knapp. Es war wirklich knapp. Oh mein Gott.
Was für ein großartiges Spiel. Ich sitze hier mit einem breiten Lächeln. Ich wünschte, ihr könntet es sehen. Die Musik, die ganzen Ideen, allein die Hintergründe, was man alles sieht. Welche Nichtigkeiten und Großartigkeiten im Hintergrund passieren, machen dieses Spiel so unendlich liebenswert. Die Rätsel waren manchmal ein bisschen knackig, also für mich, aber das liegt ja auch mehr oder minder an mir. Und ihr seid ja Kummer und Leid bei mir gewohnt. Aber heilige, was für ein großartiges Spiel. Ich habe jede einzelne Minute genossen. Die Musik. Production Babies. Die kleinen Schweine. Ach. Und großen Dank an die Beta-Tester. Ich habe nur zwei Kleinigkeiten gesehen, glaube ich. Es waren nur zwei Kleinigkeiten. Aber naja, es war nur ein bisschen was Lustiges. Alter Schwede. Da sind sie beiden, oder? Ach, ich... Das muss natürlich auch sein. Die Familien sind immer die, die dann... Naja, nicht unbedingt zu leiden haben, aber die dann definitiv erfahren werden, irgendwie, wenn Mutter oder Vater quasi ja, wieder ein bisschen Crunch-Time haben. Ich hoffe doch nicht. Aber dann wieder ein bisschen später nach Hause kommen. Alter Schwede, ich bin so geflasht von dem Spiel. Wenn du jetzt. Ja, wenn du jetzt auch die letzte Folge geguckt hast, renn einfach mal zum Spiele-Dealer deines Vertrauens und setz es mal zumindest auf die Wunschliste. Es unterstützt gerade auch immer die kleinen Indie-Entwickler. Umso häufiger wird das Spiel nämlich anderen vorgeschlagen, die sich dann das Spiel natürlich auch kaufen und damit die Entwickler finanziell unterstützen. Ist ja wohl logisch. So, ich hoffe, du hattest eine super Menge Riesen-Ultra-Spaß. Die letzte Folge. Ich bin ein bisschen traurig. Ich bin glücklich, ich bin traurig. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Aber es bleibt dieses wohlig warme, dicke, breite Grinsen, dass ich das hier mit euch erleben konnte. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Ciao. Bam 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 bam